Morgen und hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Vlog-Teil aus der Karibik. Wir befinden uns kurz vor Tortola, liegt dort um 10 an. Jetzt ist 9:30 in etwa, wir gehen jetzt Frühstücke und haben uns dann für Tortola vorgenommen, auf Virgin Gorda zu fahren. Ja, genau, das ist einfach eine vorgelagerte Insel dort. Und da gibt es, soll einen ganz tollen Strand geben. Mhm. Ja, da fährt man mit der Fähre rüber. Soll ein bisschen aussehen wie auf der Seychelle, das heißt The Barbs. Ja. Und das werden wir uns heute anschauen und nehmen euch wie immer mit. Genau, viel Spaß! Wenn ihr vom Hafen rauskommt, befindet sich hier direkt eine kleine Touristeninformation, wo ihr auch so eine Karte bekommt. Und die Frau hat mir dann den Weg erklärt, wie man zu dem Fähranleger kommt. Hier habe ich den euch auch nochmal rot eingezeichnet. Der Weg zum Fähranleger dauert ungefähr 10 Minuten. Um nach Virgin Gorda zu gelangen, gibt es mehrere Fähranbieter. Wir haben uns für Speedy's Ferries entschieden. Hier kostet die Hin- und Rückfahrt 40 Dollar. Jeder bekommt ein Bändchen und außerdem ist Speedy's Ferries sehr gut fußläufig vom Hafen aus zu erreichen. Die Überfahrt nach Virgin Gorda ist etwas wackelig. Wer also etwas Probleme mit Reiseübelkeit hat, sollte vielleicht eine Tablette vorher nehmen. Auf Virgin Gorda angekommen, werdet ihr mit einem Bus direkt zum Naturreservoir gefahren. Dieser Transfer ist außerdem in den 40 Dollar schon inbegriffen. Der Eintritt im Nationalpark kostet nochmal weitere 3 Dollar pro Person, kann direkt vor Ort bezahlt werden, lohnt sich allemal. Ihr müsst immer beachten, welche Fahne zu dem Zeitpunkt eures Besuches gerade weht. In unserem Fall war es die rote Fahne, was in diesem Fall Baden verboten bedeutet. Der Weg zum berühmten The Bath Spot dauert in etwa 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie gut ihr zu Fuß seid und wie sehr ihr die Natur genießt. Dieser lohnt sich ebenfalls allemal. Es ist wunderschön grün, wunderschöne Natur und auch das eine oder andere tolle Tier ist dort zu entdecken. Thank you.
Unten angekommen wird man mit einem wunderschönen Strandabschnitt belohnt. Das Wasser war wirklich türkis und der Sand war total weiß und es sah tatsächlich ein bisschen aus wie auf den Seychellen mit den ganzen Felsen. Ja, und es hat super gut gefallen. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch ein bisschen zu entspannen. Bedenkt aber, dass es dort keinerlei Schatten gibt. Den findet ihr dann, wenn ihr in die Felsen klettert. Das könnt ihr dort nämlich auch wunderbar machen. Das große Highlight des Strandes ist auf jeden Fall, einmal durch die ganzen Felsen zu klettern. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Der erste Felsen ist ein bisschen schwierig zu überwinden, aber danach könnt ihr euch mehr oder weniger frei durch die Felsen durchbewegen. Und hier ist es natürlich auch etwas kühler als am Strand. Die Felsen bieten wirklich wunderschöne Fotomotive und hier gibt es natürlich auch Wasser, weshalb ihr euch da auch ein bisschen abkühlen könnt von eurer Wanderung. Gut. 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 Kann man machen. Zumindest bis halt 43 Wochen, sondern ja. Alles. Das ist schon okay, glaube ich. Auf unserem Weg zurück haben wir dann noch den ein oder anderen Bewohner gesehen. Wieder am Ausgangspunkt angekommen, gibt es noch ein kleines Restaurant. Die Preise für das Essen sind sehr, sehr teuer, aber für das Trinken sind die vollkommen in Ordnung. Und da haben wir uns dann noch eine kleine Erfrischungspause gegönnt, bevor es dann wieder mit dem kleinen Bus zurück zum Fähranleger ging. Zurück am Fähranleger auf Tortola angekommen, haben wir uns dann noch ein paar Geschäfte nahe des Fähranlegers angeschaut und sind dann wieder Richtung Schiff bzw. Richtung Hafen gelaufen. Direkt am Hafen befindet sich der Tortola Pier Park. Hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, ein bisschen shoppen zu gehen, das ein oder andere Souvenir zu kaufen und sogar ein paar Luxusmarken gibt es dort vor Ort. Ja, da sind wir dann noch ein bisschen durchgeschlendert und danach ging es dann zurück aufs Schiff für uns.
Hallöchen, wir sind jetzt wieder auf der Kabine seit so ein, zwei Stündchen. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen gelesen. Der Tim war beim Volleyball und im Fitnessstudio. Und unser Logbuch kam jetzt gerade an. Da hat gerade ein Crewmitglied bei uns geklopft. Und ja, so sieht die Seite aus. Ich blende sie jetzt gleich euch auch nochmal ein. Ja, also wieder richtig, richtig schön geworden. Und wir haben es jetzt schon öfter in den Videos erwähnt. Also ich finde das wirklich eine schöne Erinnerung. Und ja, das Geld auf jeden Fall wert. Kostet 12,95 € und gibt es manchmal in den Shops. Bei uns gibt es den jetzt, also gibt es das Logbuch jetzt leider wieder nicht auf der Reise. Aber wir haben es auf der Perla gekauft. Vielleicht habt ihr da Glück. Ansonsten gibt es auch online. Da könnt ihr euch einfach in so eine Mail-Verteilerliste eintragen lassen. Wenn es wieder verfügbar ist, kriegt ihr dann eine Mail. Hier könnt ihr nun nochmal unsere Logbuchseite sehen. Und zum Abendessen ging es dann für uns ins Brauhaus. So, diesmal haben wir jetzt heute Abend nicht mehr so viel erlebt. Ja, wir sind ein bisschen müde und fertig von dem Ausflug. Ja. Wir waren ja auf Virgin Gorda. Unterwegs. Ja, Nachbarinsel von Tortola, wo genau. Wir heute waren. Ja, und ja, genau, erstmal allgemein dazu. Also, es hat wirklich super funktioniert. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht. Ich bin da mal so ein bisschen aufgeregt, wenn wir sowas halt auf eigene Faust machen, weil man nie weiß, ob alles so klappt. Aber ja, man geht einfach direkt aus dem Hafenterminal raus und hält sich dann die ganze Zeit links, läuft einfach an der Uferpromenade vorbei die ganze Zeit. Und dann kommt da direkt so ein Riesenschild Speedy's Ferry. Also es gibt zwei Anbieter. Wir sind mit Speedy's gefahren, das ist halt $10 günstiger. Und genau, dann wird man mit der Fähre einmal nach Virgin Gorda rüber geschippert. Und von dort ja, setzt man sich auch direkt dann in das Taxi. Bus-Taxi. In diesen, ja, ihr habt es ja gesehen, total witzig. Ein umgebaute Jeep, ein umgebaute. Genau. Und dann wird man zu The Baths gefahren. Und das ist auch alles mit in diesen $40 inkludiert. Genau. Also einmal die Hinfahrt mit der Fähre, die Hinfahrt mit dem Bus zu dem Strand und auch alles wieder zurück. Das Einzige, was man noch bezahlen muss, sind diese 3 Euro für die. Ja, für 3 Dollar. Die, ja, 3 Dollar für, das, für The Baths, also für dieses Naturschutzgebiet. Ja, genau. Und die sagen einem auch dann, wenn sie einen absetzen und wie viel Uhr sie dann wieder da warten, dass man die Fähre dann wieder zurückbekommt. Genau. Ja. Dann auch allen, dass einwandfrei funktioniert. Dann die Wanderung zu The Baths oder zu Devil's Beach. Ja, Devil's Bay. Ist anstrengend, also ist ein Stück. Und man kann es mit Flipflops schaffen. Solltet ihr euch aber ein bisschen unsicher fühlen oder ein bisschen unwohl und ihr habt auch den Platz im Rucksack, nehmt euch Badeschuhe mit oder nehmt euch auch vielleicht ein bisschen festes Schuhwerk mit. Also es geht mit Flipflops und auch mit Badeschuhe oder also mit eher solchen Schuhen, aber wenn ihr jetzt eher ein bisschen schlechter zu Fuß unterwegs seid oder wie auch immer, dann macht natürlich ein Turnschuh vielleicht dann doch mehr Sinn. Genau, ja, an sich, die Wanderung dauert so 15 Minuten, würde ich mal sagen, also runter vielleicht 10, hoch 15. Ja, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Ja, genau, also für uns jetzt, aber ich bin auch sehr langsam unterwegs, also und auch nicht so, ja, vom Fitnesslevel her nicht so gut. Ich habe es auch hingekriegt, also es ist machbar, aber man sollte sich einfach vorher im Klaren darüber sein, dass es schon sehr anstrengend werden kann. Gerade bei uns war dann halt die Sonne einfach total da, es war kein Schatten auf dem Hinweg und das war halt schon sehr anstrengend. Wichtig auch zu erwähnen ist, dass dann am Strand selbst auch keinen Schatten gibt. Also es gibt eigentlich ein Schild, was da steht, man kann es ein bisschen unter das Schild setzen, aber Schatten gibt es eigentlich keinen. Nee, es ist halt ein Naturschutzgebiet, also es gibt keine Schirme, keine Liegen. Auch keine Bar, also wenn ihr da ein bisschen länger Zeit verbringen wollt, nehmt euch auf jeden Fall auch was zu trinken mit, es kann wirklich sehr, sehr heiß werden. Ja. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, bei uns war leider rote Flagge. Das ist halt, also damit muss man halt rechnen, dort können sehr starke Strömungen auftreten, also man sollte nicht unbedingt davon ausgehen, dass man da dann toll baden kann. Genau, also wenn rote Flagge ist, dann nimmt das dann ernst. Dann ist auch wirklich rote Flagge, also nicht so wie auf Fuerteventura oder so, sondern... Nee. Also es war wirklich, und ich hab da Aufnahmen gesehen davon, da geht's richtig ab, ist cool zu sehen, macht riesig Spaß, man kann trotzdem durch die Felsen klettern, da habt ihr ja auch ganz viel gesehen, da gibt's auch ein bisschen Schatten, da gibt's auch ein bisschen kühl, da kann man dann auch ein bisschen baden, das geht dann schon. Das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen durch die Felsen, also das muss man unbedingt machen. Unbedingt. War total schön. Ja, und auch eine schöne Abkühlung. Ich denke, da findet man auch für jedes Fitnesslevel oder für jedes Level an Beweglichkeit vielleicht auch einen gewissen Weg, wie weit man gehen kann. Ja. Vielleicht auch eine Kombination aus mehreren Leuten. Einer guckt, wie sieht's aus, lohnt sich, haben wir das auch gemacht. Genau. Einfach dann alle darüber klettern und darüber steigen, aber auch das ist alles
zumindest ein gewisser Teil super gut begehbar, macht riesig Spaß und ist auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Solltet ihr, glaube ich, auch gesehen haben auf der Aufnahme. Also die Devil's Bay an sich ist auf jeden Fall mega sehenswert. Also ja. wir wussten, dass es toll sein wird, aber wir wurden schon von unserer Erwartung nochmal übertroffen. Vollkommen positiv überrascht. Ja. Also so wunderschön. Es sieht wirklich aus wie auf den Seychellen. Ja. Wer schon mal da war, kann es vielleicht auch bestätigen. Ja. Total schöne Felsformationen. Es gibt auch zwei Wege zurück. Einmal durch die Felsen durch. Oder halt wieder den Weg, den man vorher reingelaufen ist. Wir sind den gleichen Weg wieder zurückgelaufen. Der soll wohl anstrengender sein. Durch die Felsen geht wohl schneller und ist weniger anstrengend. Dafür muss man mit seinem ganzen Gepäck und Zeug durchs Wasser. Ja. Weil die Felsen sind einfach nass, da schwimmt, da kommt Wasser rein. Das muss man dann halt selbst entscheiden. Genau. Oben gibt es dann auch noch ein kleines Restaurant, wo man hinsitzen kann. Also Preise fürs Essen sind gigantisch, macht eigentlich keinen Sinn, irgendwie ein Shrimp-Cocktail für $18, was aber vollkommen okay war für die Lage und für das, was natürlich da, es geht hier um Massetourismus, $3 für einen Softdrink, also für eine Fanta. Würden wir in Deutschland auch zahlen. Ja, okay. Ja, und es gibt auch einen kleinen Pool dort noch, also da kann man sich dann auch noch abkühlen. Und es gibt auch freies WLAN, dann sind wir da gefragt, kriegen wir noch das Passwort fürs freie WLAN. Genau. Dann kann man das auch noch ein bisschen mitnutzen und dann vielleicht eine kleine Abkühlung sich da irgendwie gönnen. Genau. Das ist dann schon okay, wenn man das weiß, dann genau. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, lief auch alles einwandfrei. Ja. Und dann, als wir dann wieder angekommen sind, seid ihr direkt aufs Schiff. Und meine Mama und ich, wir sind auch ein bisschen durchs Hafenterminal gelaufen, beziehungsweise durch die Läden. Dazu muss man sagen, es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Es gibt ein paar Souvenirläden ganz am Anfang und hinten dran sind halt alles viele Luxusmarken. Muss man vorher wissen, also wenn man darauf Lust hat, dann ja, natürlich. Aber uns war es dann auch ein bisschen zu weit, noch weiter in die Stadt reinzulaufen, weil es halt schon sehr fertig gemacht hat mit der Sonne und sowas. Muss man schon sagen. Also es ist schon, glaube ich, schon, wenn man das macht, dann hat man, glaube ich, auch echt was erlebt. Ja. Und vielleicht auch ein großes Highlight gesehen. Aber es ist ein Highlight auf jeden Fall. Also. Ich hätte noch ein letztes. Mhm. Die Überfahrt mit der Fähre ist sehr rough, ist sehr rau. Stimmt. Bei uns war heute auch Wellengang. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich immer so. Also wer da nicht so wirklich seefest ist oder wer da sagt, ich bin da anfällig, nehmt euch was mit, nehmt euch Reisetablette mit, weil das ist wirklich, das muss man können, das geht ab. Das stimmt. Von dem her. Aber es hat sich gelohnt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne zu der Überfahrt. Bezahlt haben wir jetzt für alles zusammen $43 plus glaube ich bei einem Fanta getrunken, also $46 pro Person. Hätte man das Ganze mit der Ida gemacht, wäre bei einem doppelten Preis fast noch etwas mehr. Ja. Also, muss jeder selbst wissen. Man kann auch ein bisschen auch immer wieder auf der Seite einen AIDA-Ausflug zu buchen, um die Sicherheit zu haben. Kann man sich ja gegenrechnen oder wie man es vom Komfort her lieber genau, hat. Genau. Natürlich ist es komfortabler, vom Schiff zu gehen und ist alles vorgeplant. Einfach nur als Vergleich für euch. Genau, dass ihr das habt. Ja. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Morgen haben wir dann noch leider schon die letzte Insel auf der Reise. Ja. Wir machen aber das Beste draus. Wir haben immer noch zwei ganze Tage plus La Romana. Und noch ein schönes Seetag, was wir auch noch machen. Ja. Genau. Wir sehen uns morgen in St. Kitts in Basseterre. Oder so. Wir gucken, wie man es ausspricht. Mein Französisch ist furchtbar. Ja. Schauen wir mal. Ja, ihr wisst, das Ende von jedem Vlog endet immer gleich. Mhm. Like, Kommentar, Abo, Feedback. Wir freuen uns über alles. Ja. Und ihr macht es gut. Genau. Bleibt gesund und bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.